Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Star Stable. Und wenn ihr euch wundert, auf welchem Account ich gerade bin, ich dachte mir, ich zeige euch mal die neue Quest, die ins Spiel gekommen ist für niedriglevelige Charaktere. Und habe mir dafür einfach mal kurz einen neuen Account erstellt mit dem glorreichen Namen Hetty Headmaker und mit dem Pferd Hot Horse. Und wir machen einfach mal die neue Quest, die Lerne die Soul Rider kennen Quest. Dafür reiten wir nach Doyle's Abbey und sehen hier das Eichhörnchen. Oh oh. Okay, da ist also ein magisches Eichhörnchen, ein blau leuchtendes. Was ist das? Folge dem mysteriösen Eichhörnchen. Dann tun wir das mal. Schwing die Hufe, Hot Horse. Na, da geht das Eichhörnchen den Berg runter. Die Quest könnt ihr machen, wenn ihr Level 4 erreicht habt und eben noch nie Alex getroffen habt. Deswegen konnte ich die auf dem Hauptaccount bei mir auch nicht machen, weil da sind wir ja schon komplett durch. Also wenn ihr Alex noch nie getroffen habt, weil Alex trefft ihr nämlich als erstes von den Soul Ridern, dann könnt ihr die Quest hier machen. Und sie führt euch zum allerersten Mal an die Soul Rider ran. Und eben an den Stein auch, den ihr vielleicht schon bemerkt habt, dass der neu hier rumschwebt. So, folgen wir mal dem Eichhörnchen weiter. Der Stein. Hast du das gesehen, Tinkern? Der Stein hat plötzlich geleuchtet. Wie ein Mittsommerfeuer. Was? Wir sind nicht allein? Hallo. Oh, ich habe dich gar nicht gesehen. Ich bin Alex Cloudmill und das ist Tinkern. Ja. Ich wette, du bist den Sommer über auf Jorvik und im Morlandstall, um zu reiten, richtig? Diese Insel hat dir mehr zu bieten als das, was in den Broschüren steht. Bist du bereit, Jorviks verborgene Seiten zu entdecken? Okay. Du fragst dich wahrscheinlich, warum dieser uralte Stein hier so glüht. Ja, schon irgendwie, ne? Ich wünschte, ich hätte eine harmlose Erklärung dafür, warum diese Runensteine so reagiert haben. Aber die Wahrheit ist, ich habe so etwas noch nie gesehen. Wer kommt da denn? Ist das etwa Linda? Alex, Tinkern, habt ihr das auch gespürt? Du denkst doch nicht, dass da Chor... Hi Linda, lass mich dir unseren neuen Freund vorstellen. Das ist... ich bin Hetty. Seltsam. Es wirkt, als würde der Runenstein auf die Anwesenheit von Hetty reagieren. Könnte sie einer dieser Kandidaten sein, von denen Fripp gesprochen hat? Was ist ein Fripp? Gute Frage. Es ist so eine Art, naja, wenn es dein Schicksal ist, ihn kennenzulernen, wirst du es selbst herausfinden. Ich wünschte, ich könnte noch bleiben und reden. Aber ich stehe ganz kurz vor einem Durchbruch bei meinen Nachforschungen zu, du weißt schon wem. Die Bibliothek ruft was? Ja, genau. Willst du nicht mitkommen, Alex? Die Bücher beißen nicht. Tun sie nicht? Wie schade. Beißende Bücher sind die besten. Zeigt euch beißende Bücher. Wenn ich so drüber nachdenke, ist es wohl doch besser, wenn du dich erstmal von der Bibliothek fernhältst. Was meinst du, Meteor, alter Freund? Sollen wir zum Silverglade-Landgut reiten und unsere Mission beenden? Oh, Schnupper. Okay, wir können unterwegs für ein paar Äpfel bei Marley halten. Bis bald, Alex. Schön, dich kennengelernt zu haben, Hetty.
Okay, das war also dann Linda und Alex. Wer Linda es darauf anlegt, kann sie jedes Geheimnis lüften. Sie ist quasi ein Genie. Ein Genie mit besonderen Kräften und einem Pferd, das volle Paket. Okay. Ich glaube, das Schicksal wollte, dass wir uns begegnen. Mission erfolgreich, Schicksal. So. Linda ist nicht die Einzige, die etwas Dringendes zu erledigen hat. Eine alte Rivalin von uns ist wieder aktiv. Tinkan und ich müssen das untersuchen. Mission? Rivalinnen Kräfte? Wer seid ihr zwei? Wir sind eine Hälfte der Soul Rider. Wir sind eine Art Reitclub. Nur dass es nicht unser Ziel ist, auf Wettbewerben möglichst viele Preisschleifen zu gewinnen. Wir arbeiten zusammen daran, Jorvik sicher zu halten. Ich will dabei helfen. Oh, Hetty. Ich weiß deinen Enthusiasmus zu schätzen, aber das Seelenreiten ist keine Wohltätigkeitsarbeit, für die man sich einfach so meldet. Es geht um Schicksal und Rituale. Das Ganze ist kompliziert. Klingt gefährlich. Du hast ja keine Vorstellung. Ein Soul Rider zu sein, ist zu viel Verantwortung und Gefahr für eine einzelne Person. Deshalb sind wir eine Schwesternschaft. Außerdem haben wir unsere Soul-Pferde, die uns Kraft geben. Hör zu, es ist sicherer für dich, wenn du einfach zum Morlandstall zurückkehrst und mit den anderen Mädchen das Reiten übst. Hilf den Bobcats beim Kuchenverkauf. Mach ein Freundschaftsarmband. Normales Zeug. Aber wenn du eine der Reiterinnen bist, von denen Fripp gesprochen hat, werden wir uns bestimmt bald wiedersehen. Ich freue mich, dass wir uns kennengelernt haben, Hetty. Umsorge dein Pferd, hilf deinen Nachbarn und habe Spaß. Und wenn du mal nach Silverglade kommst, dann sehen wir uns hoffentlich. Okay, mach's gut, Alex. Komm schon, Tinkan. Das Abenteuer ruft uns. Das ist also die Quest. Gibt selber halt nur ein bisschen Erfahrung. Also ich glaube, dreimal oder viermal fünf Erfahrungspunkte gab die Quest. Und man, ich finde, das ist sehr, sehr gut gemacht, weil man dann sehr, sehr früh noch so, während man so noch überhaupt nichts davon weiß, so ein bisschen so die ersten Eindrücke lernt von den Soul Ridern eben. So einen kleinen Sneak Peek, so, hey, da könntest du irgendwann dazugehören. Und so, man wird halt so richtig so, ja, komm, da willst du doch mitmachen. So diesen Moment hat man da eigentlich. Also ich finde es wirklich gut gemacht. Und ich finde es schade, dass die Quest halt eben nicht für jeden drin ist. Eure Meinung zu der Questreihe, zu der kurzen Anteaser-Quest der Soul Rider, gerne in die Kommentare. Ich bin gespannt, wie ihr das Ganze findet. Und ja, hättet ihr euch auch das Ganze gewünscht, selber nochmal machen zu können? Dann verabschiede ich mich hier für diese Quest und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao.